Gebetbuch heißt nichts anderes, man macht eine Beschreibung der Strecke, die du fährst, indem du jede Kurve aufschreibst und dem Beifahrer diktierst, wie du glaubst, wie schnell die Kurve geht. Da gibt es verschiedene Systeme natürlich. Es gibt heute viele Leute, die mit Nummern schreiben, Zahlen, die großteils mit dem Gang zu tun haben. Also wenn ich schreibe links 2, weiß, das muss so scharf sein, dass ich den zweiten Gang benutzen muss. Links 5 ist halt ganz schnell, fahre ich mit dem fünften Gang. Also ich glaube, dass das einleuchtendste System ist, denn das Gehirn muss nicht umdenken. Rechts 5, fünfter Gang, weißt du. Ich hätte für rechts 5 in meinem Gebetbuch geschrieben, rechts voll, das ist fünfter Gang, oder rechts, das ist eventuell vierter Gang. Also dann muss aber das Gehirn erst umdenken. Das ist natürlich ein Problem, aber ich habe das damals am Anfang durch meinen Beifahrer so gelernt. Das war das englische System, wo man eben schreibt, wenn man Linkskurve nimmt, links voll, links, links minus, mittel links plus, mittel links minus, scharf links plus, scharf links. Also diese Aufteilung. Aber da musste ich das hier einfach umdenken. Wir haben das drauf gehabt, der Christian und ich, das war in Ordnung. Aber da darf wirklich kein Fehler passieren und man muss sehr gewissenhaft vorbereiten, oder? Unfälle, die heute beim Rallyfahren passieren, werden beim Aufschreiben gemacht, weil der Fahrer beim langsamen Abfahren der Strecke die Kurve falsch einschätzt und dann beim Rennen eben dann meint, die geht voll, aber sie geht nicht voll, weil er sich verschätzt hat und dann fliegt er raus. Und dementsprechend wichtig ist, dass ich beim Training absolut konzentriert bin, voll konzentriert und fit bin, damit ich da gleich beim langsamen Fahren die richtige Einschätzung der Kurven zustande bringe. Und nichtsdestotrotz gehört am Ende doch noch eine Menge Vertrauen dazu, in uneinsehbaren Kurven am Limit darauf zu hören, was dir der Beifahrer zuruft und dann noch voll reinzuhalten. Wie bekommt man das eigentlich hin, dieses bedingungslose Vertrauen? Das Vertrauen zum Beifahrer, zum Team wächst natürlich mit der Zeit, wenn du fährst. Wenn du neu bist, bist du natürlich dem Beifahrer über etwas skeptisch. Du weißt nicht, kann ich ihm vertrauen, macht er das richtig. Aber nachdem ich ja nicht irgendwo in einem Amateurteam war, sondern immer dann in Top-Teams mit tollen Beifahrern, da ging das ganz schnell. Das wächst in 2, 3 Rallyes, wächst das Vertrauen und du weißt, ich kann mich auf den verlassen und auch auf den Mechaniker verlassen, dass natürlich immer wieder mal was passiert ist. Das ist schon klar, das kann einmal was abbrechen am Auto. Hat mich auch nicht so beschäftigt. Beschäftigt hätte mich, wenn ich irgendwo einen Unfall gehabt hätte, weil ich die Kurve zu schnell gefahren bin. Dann, ab da wären Zweifel aufgetreten. Aber toi, 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 hatte ich mit einer ganzen Laufbahn hatte das nicht. Es waren Dinge, die entweder was Technisches passiert ist oder ich war geistig abwesend. Der Unfall mit dem Fiat damals in San Remo, wo ich da auf das Hausdach geflogen bin, wir haben mit 7,5 Minuten Vorsprung geführt und ich habe auf der Sonderprüfung darüber nachgedacht, wo ich Getriebe wechseln könnte. Und das ist mir einmal passiert. Dann habe ich gewusst, das passiert mir nicht mehr. Da habe ich einfach nicht zugehört, was der Christian erzählt hat, weil ich in Gedanken war. Und irgendwann bin ich dann wieder zurückgekommen und habe diese letzte Information links voll, bin ich als links gefahren, aber das war schon die nächste Kurve, das war Linkseingang zur Kehre rechts. Und ich im fünften Gang 8000, da ging es natürlich ab in die Prärie. Aber diese technischen Dinge und so habe ich weggesteckt. Am nächsten Tag konnte ich wieder genauso schnell fahren. Wenn ich irgendwann rausgeflogen wäre, weil ich einfach das falsch stand, hätte ich ein Problem gehabt. Aber das ist toi, 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 ist mir nie passiert. Auf wie viele Beifahrer musstest du dich da über die Jahre einstellen? Ich habe 3 Beifahrer gehabt, 2 Hauptbeifahrer und einmal so Interimsbeifahrer, den Willi-Peter Pitz, für so ein Dreivierteljahr. Und hatte das Glück, dass die 2, Jochen Berger und Christian Geisthofer, zu ihrer Zeit sicherlich die besten Fahrer auf der Welt waren. Da gibt es keine Diskussion. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass der Beifahrer ein Gefühl hat, wann er dir diese Informationen gibt. Das ist die hohe Kunst. Wenn er das runterliest, ohne dass er ein Gefühl hat, dass er eine Kurve voraus ist oder eine hinten nach, das bringt mir gar nichts. Also das ist die Qualität des Beifahrers beim Vorlesen. Der muss aber natürlich auch noch ganz andere Dinge können. Der muss organisatorisch fit sein, der muss den richtigen Serviceplan machen. Der muss schauen, dass der Service an der richtigen Stelle steht. Also der Beifahrer war für mich der Mensch, der mir alles abgenommen hat und ich habe mich nur auf das Autofahren konzentrieren müssen und habe da nicht irgendwas weiterhin verschwendet von meinen Gedanken. Und das war, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg.
dass das Leute waren, wo ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Der Christian ist in der ganzen Laufbahn der Elfer und der ist nicht einmal aus dem Gebetbuch gekommen, was ja immer wieder bei Amateuren passiert, dass die aus dem Gebetbuch kommen. Und da kann ich nur empfehlen für die Amateure, wenn das der Fall ist, muss er sofort sagen, bin draußen, Sicht. Und der Fahrer muss auf Sicht fahren. Da nicht, dass er dann meint, er kann das noch irgendwie überdünchen und lest irgendetwas vor, was er sieht und schätzt die Kurven selbst ein. Habe ich auch erlebt bei einer Safari-Rallye. Ganz berühmten Beifahrer in meinem Auto, der kam aus dem Gebetbuch und hat mir es nicht gesagt und hat selber immer eingeschätzt, wie das dahin geht, bis er natürlich irgendwann einmal so ein Flussbett übersehen hat und hat gesagt, das geht. Fünfte Welle voll und plötzlich habe ich so 20 Zentimeter über der Straße habe ich Köpfe von Leuten gesehen. Was ist denn da vorne los? Aber da ging es natürlich so 5 Meter in ein Flussbett und drüben wieder 5 Meter rauf und bin da mit 160 in den Gegenhang gefahren, aus der Schalthebel vom Kadett da hinten vor. Da habe ich gewusst, was das heißt. Ein Beifahrer, der nicht den Mut hat zu sagen, ich bin draußen. Der war dann auch draußen, aus der Rallye. Es gibt ja immer die Legende, dass Beifahrer nicht nur den eigenen Fahrer unterstützt haben, sondern auch noch mit so einigen Tricks und Psychospielchen im Fahrerlager unterwegs waren. Hast du sowas mal erlebt? Ja, so ganz früh. Es hat ja im Beginn meiner Karriere, also Profi 71, 72, gab es in Deutschland die sogenannte Ludwigshafener Rallye-Mafia. Dort war so das Zentrum der deutschen Rallye-Fahrer. Da waren Leute eben wie Wulf Biebinger, einer der besten Beifahrer, die es in Deutschland gibt, Gerd Raschig, Peter Linsen, die waren dort zu Hause. Und die hatten natürlich schon üble Tricks drauf. Gell? Also da gab es einmal eine Situation, weißt du, bist du am Start gestanden und der Zeitnehmer hat noch gesagt, noch eine Minute bis zum Start. Und dann ging der Biebinger oder auch der Willi-Peter Pitz vorbei und sagte, angenehmen Unfalltod, gell? Und solche Sachen. Also solche makabre Dinge haben die gebracht, gell? Also brutal, ne? Also das ist, und das irgendwann, das zeigt schon Wirkung natürlich, ne? Ja, das glaube ich. Gibt es da auch Anekdoten von dir? Die gibt es natürlich ganz genug. Also da gibt es viele Beispiele. Also ich kann nur eins anführen, es war aber nicht die Absicht damals, als ich in Spanien fuhr und fuhr den letzten Lauf zur Europameisterschaft vor ein paar Jahren und da gab es einen Mann, Riola hat er geheißen, der hat da alles gewonnen und der war auch bei der Rallye, im Laufe der Rallye war er, ich glaube, er war 28 Sekunden vor mir und am zweiten Tag Nachmittag kam ein Gewitter, wo es viel geregnet hat und am Servicepunkt bin ich mal zum Auto gegangen, weil ich sehen wollte, was er für Reifen fährt und dann hat er mich halt angesprochen. Und sagte, ja, jetzt mit dem Regen und so. Und so, ja, du, das glaubt, das ist jetzt gut für mich, weil ich bin viel zu weich abgestimmt in meinem Auto. Und wenn es regnet, ist ein weiches Auto natürlich ein großer Vorteil. Ich hoffe, dass es dir jetzt ein bisschen besser geht. Das hat dazu geführt, dass er auf der Prüfung dann nach 3 Kilometern hat er einen Unfall, ist an einer Felsmauer gefahren. Und nach der Rallye kam der Beifahrer zu mir und sagt, das hättest du nicht sagen dürfen, dass du jetzt eben glaubst, dass du mit deinem weichen Fahrwerk besser bist. Von dem Moment war er vollkommen out of order. Das ist, also so etwas gibt es natürlich auch bei den Profis als richtiger Psychospielchen. Bei mir war es wirklich keine Absicht. Ich habe das nicht geglaubt, dass er darauf reinfällt oder dass er das so ernst nimmt. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge. Du kannst dich selber einfach motivieren, indem du dir einredest, na, ich glaube, ich bin nicht so gut, ich muss mich noch mehr anstrengen, damit ich das vielleicht gut erledige. Oder du machst großkotzige Aussagen, dass du die sowieso alle schlägst, ganz egal, was jetzt passiert. Das sind 2 Möglichkeiten, um dich selbst mehr unter Druck zu setzen und mehr an die Grenzen zu gehen. Was war das Mittel deiner Wahl? Sowohl als auch. Ich bin immer, leider Gottes, habe ich immer zwischen Selbstzweifel und Größenwahn, bin ich immer hin und her gesprungen. Das war immer in meiner ganzen Laufbahn so. Also einmal habe ich geglaubt, ja, das kann ja nicht so gut. Ich muss mich noch mehr konzentrieren, ich muss noch mehr jeden Zentimeter von der Straße ausnutzen. Und das nächste Mal habe ich dann eben, weil ich eben verärgert war, irgendwie halt mal erzählt habe, morgen möchte ich heimfliegen und ich mache keine Reifentests. Und dann sagt der Chef, ja, dann bist du der Einzige, der die Reifen nicht kennt vom Team. Und in meiner aufbrausenden Art sage ich, ob ich die Reifen kenne oder nicht. Ich fahre sowieso 10 Minuten schneller wie diese Hamperer hier am Tisch. Ne? Da waren aber Leute wie Waldegard,
Alain, André, Danisch am Tisch gesessen. Ne? Also, und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir natürlich schon sputen bei der Monte Carlo, weil sonst schaut es schlecht aus. Und ich habe die Rallye mit 10 Minuten Vorsprung gewonnen.